Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Energiekrise, Gaskrise, Energiepreise sind richtig in die Höhe geschossen. Es ist eigentlich egal, womit man heizt, ob mit Öl, Gas oder Holz. Das Ganze ist sehr, sehr teuer geworden und jetzt wird fleißig hier auch unter YouTube-Videos, vielleicht auch hier unter meinem Video vorweg die Werbung gezeigt. Die Heizung, hinter der halb Europa her ist, die angeblich neu von Studenten entwickelt wurde. Und das Ganze hat mich ein bisschen stutzig gemacht und ich habe ein bisschen weiter recherchiert und habe herausgefunden, dass es sich dabei um eine solch ähnliche Heizung handelt. Die habe ich schon seit einigen Jahren. Das Ganze ist keine Neuentwicklung. Eigentlich vorher immer ganz gut fürs Camping gewesen, für den Wohnwagen. Wenn man nicht mit Gas heizen wollte, hat man hier die Möglichkeit gehabt, mit so einer kleinen Steckdosenheizung seinen Wohnwagen aufzuheizen. Der Raum vom Wohnwagen ist relativ klein. Da reicht in der Regel so eine kleine Heizung auch aus, um das Ganze auf Temperatur zu bringen. Ja, wie ist das jetzt aber tatsächlich als Alternative gesehen zum Heizen zu Öl oder Gas oder Pellets? Lohnt sich das Ganze? Immerhin heizen wir hier mit Strom. Und ich habe so ein bisschen recherchiert, die Heizungen fangen so bei 350, 400 Watt Leistung an, gehen dann hoch bis 800 Watt. Und die Heizung, die so kräftig beworben wurde, bekommt man mit der 500 Watt Variante für 60 Euro, runtergesetzt angeblich von 120 Euro. Ja, ich habe hier eine 600 Watt Variante von der Marke Silvercrest. Es gibt die halt von verschiedenen Marken, Bosch, De'Longhi, Instaheat, wo ganz fleißig Werbung gemacht wird. Die sind mir so ins Auge gefallen. Und ich habe 10 Euro dafür bezahlt. Ich meine, ich habe die damals irgendwo im Baumarkt gekauft. Ich weiß es nicht mehr, kann es euch echt nicht mehr sagen. Ich kann euch unten mal so ein paar Heizungen davon verlinken, dass ihr das einfach mal seht. Dann habt ihr ein bisschen die Preisvorstellung. Was am meisten beworben wird, ist nicht immer das Beste, aber oft sehr, sehr teuer, weil die Werbung finanziert werden muss. Eine Neuentwicklung von irgendwelchen Studenten ist es, glaube ich, auch nicht, weil, wie gesagt, ich habe die Heizung schon ein paar Jahre. Und im Prinzip ist das Ganze hier nichts anderes als eine Elektroheizung, als ein Elektrolüfter, was man kennt. Und ihr könnt zum Beispiel einen Elektrolüfter mit 2000 Watt, also der fünffachen Leistung, für ein Viertel des Preises kaufen, also ca. 15 bis 18 Euro. Kann ich euch auch unten in meiner Videobeschreibung einen verlinken als Beweis, damit ihr das sehen könnt. Und nun ist die Frage, ist es tatsächlich eine gute Alternative? Ich möchte gleich mal einen Raum mit euch aufheizen, der 12 Quadratmeter groß ist. Es ist kein sehr großer Raum, aber auch kein ganz kleiner. Der Raum ist ausgekühlt. Dann schauen wir mal eine halbe Stunde, wie hier die Leistung von unserer Heizung ist, wie warm wir es dann haben. Am Ende muss man sagen, ist es tatsächlich eine Alternative, mit Strom zu heizen. Die Kilowattstunde Strom kostet so, für manche Leute noch 30 Cent, für andere mit einem neuen Vertrag aber auch 40 oder 60 Cent. Die Kilowattstunde Gas ist immer noch etwas günstiger. Von daher ist es auch aktuell noch günstiger, mit Gas zu heizen als hier mit Strom. Bei Öl das Gleiche. Von daher würde ich nicht jetzt sagen, dass halb Europa hier hinter der Heizung her ist, um Geld zu sparen. Denn das tut man mit Stromheizen nicht. Das ist erstmal teurer. Und am anderen Ende ist es natürlich auch so, wenn wir alle mit Strom heizen würden, ist dafür unser Stromnetz in Deutschland gar nicht ausgelegt. Das Stromnetz wäre überlastet, würde zusammenbrechen und von daher ist es halt auch keine Alternative, wirklich nur noch hiermit zu heizen. Was man machen kann, wenn man mal einen Raum kurzfristig schnell erwärmen möchte, vielleicht so beim Büro unterm Schreibtisch, dass die Füße warm werden, da ist sowas ideal. Oder halt wirklich für den Wohnwagen, fürs Camping ist es, denke ich, besser gedacht, als jetzt als Alternative, um seine Wohnung damit aufzuheizen. Nichtsdestotrotz, wir schließen die Heizung mal an und gucken mal, was sie in einer halben Stunde mit einem ausgekühlten Raum macht. Wir sind jetzt hier bei mir im Büro, in meinem Arbeitsraum. Das ist 12 Quadratmeter groß, der Raum. Und den werden wir jetzt mal hier mit unserer Elektroheizung aufheizen. Dazu habe ich sie in die Steckdose gesteckt. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, das Ganze über einen Timer zu machen. Geht aber die kleinste Stufe nur eine Stunde. Und ich möchte hier mal eine halbe Stunde ausprobieren. Deshalb schalten wir jetzt hier einfach die Heizung ein und machen mal die Temperatur auf 22 Grad. Und ich merke auch schon, dass jetzt hier warme Luft einmal rauskommt. Und wir werden das Ganze jetzt messen und dazu schauen wir erstmal aufs Thermometer. Aktuell haben wir es hier 12,5 Grad in dem Raum. Wir haben es 12.18 Uhr. Warten wir jetzt also mal bis 12.48 Uhr ab und dann nehmen wir mal die Raumtemperatur. Dann wissen wir genau, wie viel unsere 600 Watt Elektroheizung bei einem 12 Quadratmeter Raum, der auf 12,5 Grad bzw. 12,7 Grad ausgekühlt ist, aufgeheizt wird.
So, 12.48 Uhr und wir haben jetzt 17,1 Grad. Das heißt, in einer halben Stunde haben wir das doch schon ganz passabel hier aufgeheizt. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie weit die Heizung hier entfernt war von dem Thermometer. Hier könnt ihr das sehen und da hinten ist unsere Elektroheizung in der Steckdose. Also einen knappen Meter entfernt, kann man sagen. Ja, ich mache die Heizung mal wieder aus und nehme sie dann auch einfach wieder ab. Also funktioniert, tut das Ganze natürlich, aber es ist kein Wundermittel, es ist keine Heizung, worauf halb Europa gewartet hat. Sie wird auch warm, man kann das jetzt hier merken, wenn ich das anfasse, ist das schon ordentlich aufgeheizt. Aber ihr habt gesehen, ungefähr 5 Grad in einer halben Stunde habe ich hier mein 12 Quadratmeter Büro aufgeheizt. Deckenhöhe übrigens 2,35 Meter. Für die, die es interessiert, könnt ihr euch ausrechnen, 12 Quadratmeter Deckenhöhe, 12,35 Meter. Ist übrigens ein 4x3 Raum, dann könnt ihr euch komplett die Kubikmeter ausrechnen, wisst ihr genau, wie schnell das geht, könnt es vielleicht mit euch vergleichen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, zum Aufheizen in der Wohnung, vielleicht für ein Wohnzimmer auch, für größere Räume, eignen sich diese Heizungen nicht. Die laufen ständig unter vollen Power, unter Dauerlast, schalten dann auch nicht ab, weil sie die Temperatur im Raum nicht auf 22 oder 23 Grad kriegen, auch nicht auf 20 Grad. Dazu ist die Heizleistung für größere Räume einfach viel zu gering. Meiner Meinung nach ist es wirklich gut für einen Wohnwagen, Wohnmobil geeignet, aber keine Alternative hier als Heizung fürs Haus oder für die Wohnung. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war auch aufschlussreich, der kleine Test hoffentlich auch aufschlussreich für euch. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dann!